Ist gut, dass mein Sound endlich kommt. Ich habe endlich ja meinen Soundfehler gefunden. Ich hatte ja ewig lang einen Soundbug, mehr oder weniger, oder einen Fehler. Einen Sound. Ich muss immer eine Wiedergabe. Ich muss beim Mikrofon separat, ist komisch. Ich muss beim Mikro für das Mikrofon eine Wiedergabequelle auswählen, die nicht verfügt, die ich quasi ins Nichts fliegst. Beispiel meinen Monitor zum Beispiel. Ja, die Boxen deaktiviert hat, beziehungsweise da, weil es auch keine Boxen hat, der andere, den muss ich jetzt Wiedergabe auswählen. Keine Ahnung, irgendwie komisch. Ja, ich bin auch beim Kaffee. Ich bin heute echt. Ich bin echt aufgestanden, habe mich angezogen, habe ich. Naja, eigentlich okay. Gut, ich bin jetzt später live gegangen als geplant, aber ja. Dennoch. Bin ich so ganz in meinem Zeitplan. Ich habe nämlich aus irgendwie die tolle Idee gehabt, ich schalte meinen Wecker ab. Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Da ist die, wenn ich jetzt dann daran denke, den Wecker wieder einzuschalten, kriege ich so ein Gefühl der Trauer. Naja. Mikrofon muss passen. Irgendwie schade. Das ist bei diesen USB-Mikrofon leider so, du musst das Mikrofon fast fressen. Für einen guten Klang. So, der Plan war Tochankas Calling. Das heißt, wir bewegen uns. Ich denke, Sie sollten sich mal mit Garrus unterhalten. Ja, wir reden jetzt mit Grant, weil wir haben jetzt schon quasi zwei Missionen vor Ort. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Oh, mein Schiff. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Ich werde solche Ausbrüche auf meinem Schiff nicht tolerieren. Reißen Sie sich zusammen. Ich versuch's ja. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, habe ich kein Problem. Aber hier macht mein Blut Geräusche. Es schreit. Ich habe keine Vergangenheit, die mir hilft. Im Tank gab's keine Hinweise auf dieses Jucken und den Kontrollverlust. Wir fragen einen Kurganer. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann, Grant. Wir brauchen jemanden von Ihrer Spezies, der sich das mal ansieht. Die meisten Außenwelt-Kurganer sind Krieger. Ärzte verlassen unsere Heimatwelt Tuchanka nur selten. Ich werde Sie nicht darum bitten, dorthin zu fliegen. Ich krieg das schon in den Griff. Wir fliegen nach Tuchanka. Wir können uns zur Heimatwelt der Kurganer bringen. Ja, jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Passt. Sollten wir das auch haben? Dann soll das auch passen. So, weiter. Wir reden nochmal mit Jack. Oh, was ist mit ihm eigentlich? Mit euch. Gibt's bei euch was Neues? Was können wir für Sie tun, Commander? Weitermachen. Jawohl, Commander. Willst du mir nicht mit Jack schnacken? Hey, Jack. Hey. Was ist los? Sie haben jede Menge Fragen, stimmt's? Und? Wenn ich mit Ihnen reden will, dann tue ich das einfach. Ich habe nachgedacht. Wir haben gemeinsam schon viel Scheiße durchgestanden. Oh ja. Und immer wieder kommen Sie her, um mit mir zu reden. Shepard, empfinden Sie was für mich? So eine Komplikation könnte ich nämlich gar nicht brauchen. Was haben wir denn? Klinge nicht überzeugt? Ja, das tue ich nein eigentlich. Nein, keine sie ist nicht Sorge. Mein Typ. Ich bin nicht interessiert. Gut. Ich wollte sowieso nicht, dass Sie hier weiterhin vorbeikommen. Ein Problem, wir fragen das Obere. Gibt es ein Problem, Jack? Ich weiß nicht, ob Sie mit mir spielen oder nicht. Es gefällt mir nicht. Dann lassen Sie es. Das könnte Ihnen so passen.
damit es nur noch um Sie geht und darum, was Sie wollen. Ich muss nachdenken. Gehen Sie. Ich will, dass Sie mich eine Weile nicht mehr besuchen. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Es gibt nichts mehr zu sagen. Kommen Sie später wieder. Ich sollte jetzt gehen. Okay. Hey, das ist gerade versaut. Später. Hey, das ist gerade versaut. Der hat mir gerade versaut, oder? Wir reden nochmal mit Jack. Noch einmal, dann müssen wir nochmal zu Grant rüber. Habe ich, glaube ich, ein wenig versaut gerade. Aber das ist ja das Typische bei mir. Ach ja, nochmal. Nochmal! Yay! Hallo, Jack. Hallo. Hallo, Jack. Hey. Was ist los? Sie haben jede Menge Fragen, stimmt's? Wenn ich mit Ihnen reden will, dann tue ich das einfach. Ich habe nachgedacht. Wir haben gemeinsam schon viel Scheiße durchgestanden. Und immer wieder kommen Sie her, um mit mir zu reden. Shepard, empfinden Sie was für mich? So eine Komplikation könnte ich nämlich gar nicht brauchen. Ich bin nicht überzeugt. Ja, das tue ich. Nein, Sie klingen nicht überzeugt. Ich glaube Ihnen nicht, Jack. Es wirkt so krampfhaft. Lecken Sie mich. Sie kennen mich gar nicht. Mir reicht's. Soll mir recht sein. Stimmt. Sie wollen zu viel. Das ist nicht mein Ding. Stimmt. Hören Sie auf. Hören Sie auf, mit mir zu spielen. Ich will es unkompliziert. Warum geht das mit Ihnen nicht? Ich will mich damit jetzt nicht auseinandersetzen. Lassen Sie mich in Ruhe, Shepard. Nur für eine Weile. Ich will keine Beziehung mit dir. Was will bei der Jack jetzt gerade die beste Lösung finden? Fragen, stimmt's? Wenn ich mit Ihnen reden will. Ich hab nachgedacht. Wir haben gemeinsam schon viel. Shepard, empfinden Sie was für mich? Einmal. So eine Komplikation könnte ich nämlich gar nicht brauchen. Ja, das tue ich, klinge nicht überzeugt, nein. Keine Sorge, ich bin nicht interessiert. Gut. Ich wollte sowieso nicht, dass Sie hier weiterhin vorbeikommen. Bitte. Sie haben bekommen, was Sie wollten, Jack. Alles streng geschäftlich, ohne Probleme. Genau. Ohne Probleme. Ich bin nicht ganz zufrieden, wie das gerade läuft. Ich bin nicht so ganz zufrieden gerade. Oh, das sitzt hier irgendwie da auf meiner Webcam. Ja, ja. Bin da nicht so zufrieden gerade. Geht besser. Ja, es könnte besser gehen, ja, ich weiß nicht. Ich würde eigentlich eher mehr die Freundschaft vorziehen zu ihr. Ich würde irgendwie befreundet sein mit Jack. Nicht in einer Romanze, sondern befreundet sein mit Jack. Hey. Mal. Was ist los? Sie haben jede Menge Fragen, stimmt's? Ich vermisse Ihr freundliches Wesen, wenn Sie nicht in der Nähe sind. Ich habe nachgedacht. Wir haben gemeinsam schon viel Scheiße durchgestanden. Und immer wieder kommen Sie her, um mit mir zu reden. Shepard, empfinden Sie was für mich? So eine Komplikation könnte ich nämlich gar nicht brauchen. Was ist denn damit? Ja, das macht Ihnen zu schaffen, richtig? Lassen Sie mich allein, Shepard, ich will das nicht. Sie lügen. Erzählen Sie mir nicht, was ich empfinde. Ich kenne das alles schon und weiß, was ich brauche. Für mich. Gehen Sie. Ich will, dass Sie mich eine Weile... Wir ziehen den Renegade durch. Was ist los? Sie haben jede Menge Fragen, stimmt's? Ah, ich finde es gut, Hamburg. Ich vermisse Ihr freundliches Wesen, wenn Sie nicht in der Nähe sind. Ich habe nachgedacht. Wir haben gemeinsam schon viel Scheiße durchgestanden. Aber das so machen? Immer wieder kommen Sie her, um mit mir zu reden. Shepard, empfinden Sie was für mich? So eine Komplikation könnte ich nämlich gar nicht brauchen. Nein. Keine Sorge, ich bin nicht interessiert. Gut. Ich wollte sowieso nicht, dass Sie hier weiterhin vorbeikommen. Sie haben bekommen, was Sie wollten, Jack. Alles streng geschäftlich. Ohne Probleme. Genau. Ohne Probleme.
Es ist nicht der Renegade Bart, oh Gott. Hey. Was ist los? Sie haben jede Menge Fragen, stimmt's? Wenn ich mit Ihnen reden will, dann tue ich das einfach. Ich habe nachgedacht. Shepard, empfinden Sie was für mich? Hm. So eine Komplikation könnte ich nämlich gar nicht brauchen. Hm. Ich glaube Ihnen nicht, Jack. Es wirkt so krampfhaft. Lecken Sie mich, Sie kennen mich gar nicht. Mir reicht's. Soll mir recht sein. Stimmt, Sie wollen zu viel. Das ist nicht mein Ding. Stimmt. Hören Sie auf. Hören Sie auf, mit mir zu spielen. Ich will es unkompliziert. Warum geht das mit Ihnen nicht? Ich will mich damit jetzt nicht auseinandersetzen. Lassen Sie mich in Ruhe, Shepard. Nur für eine Weile. Vielleicht kriegen wir so irgendwie die Friendship zusammen mit ihm. Wir nehmen eine Option. Aber den Renegade Bart und einen neutralen Bart genommen, das klingt ja nicht ganz gut. Vielleicht kriegen wir da so ein Friendship-Ding hin. Ich würde dieses komplett Ja oder Nein sagen, sondern ich würde gern so zwischendrin. Kenneth, wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh. Ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal, verarschen Sie mich nicht ständig. Ja, shit happens. So, und jetzt wieder zu Grant. Und das Grant-Gespräch nochmal und dann auf nach Duchanka. Hallo Grant. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Hm, nice. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Erste sich! Ich werde solche Ausbrüche auf meinem Schiff nicht tolerieren. Reißen Sie sich zusammen. Frühstück. Ja. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, habe ich kein Problem. Aber hier macht mein Blut Geräusche. Blub, blub, blub. Es schreit. Ich habe keine Vergangenheit, die mir hilft. Im Tank gab es keine Hinweise auf dieses Jucken und den Kontrollverlust. Wir fragen eine Runde an. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann, Grant. Wir brauchen jemanden von Ihrer Spezies, der sich das mal ansieht. Die meisten Außenwelt-Kroganer sind Krieger. Ärzte verlassen unsere Heimatwelt Tuchanka nur selten. Ich werde Sie nicht darum bitten, dorthin zu fliegen. Ich krieg das schon in den Griff. Ja. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. So, habe ich schon so oft genug gehört. Ah, sieht man das auch? Ich werde mal mit mehreren Crewmembern nochmal so Dialoge führen. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir wirklich auch mit jedem geredet haben. Nicht mit jedem. Was ist denn? Der Kontakt zu New Kenton ist abgerissen. Oh. Möglicherweise die Kollektoren. Ist Ihre Familie rausgekommen? Ich weiß es nicht. Es gibt noch keine Verbindung. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie werden schon sehen. Ich werde mal kurz mit Kasumi reden. Fällt mir noch ein, mit der noch mal kurz quatschen, ob es was Neues gibt noch. Doch, da sitzt was. Naja. Hey, Shepard. Mein Mitgefühl gilt Miranda und ihrer Schwester. Es ist eine schwierige Lage. Jacob hat einen besseren Vater verdient. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch erschießen wollen. Ich verstehe, warum Jack so ist, wie sie ist. Es gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Ja, du erwähnst ja nicht nur das, was du gesagt hast, das ist leider... Sie haben leider irgendwie unnütz, irgendwie, nur so als Bonus-Members irgendwie. Die waren nie so die gute Idee, die als DLC-Figuren zu verkaufen, weil sie doch so viel nett dazu beitragen. Commander, was kann ich für Sie tun? Status? Gibt es etwas, das ich über die Normandie noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda?
Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Zurück an die Arbeit. Natürlich, und 9 Minuten später, mit Garrus braucht man jetzt nicht reden, da will er uns noch eine nächste Quest geben. Ich quatsch nur mit den... Ich habe mir die Proteaner immer ziemlich majestätisch vorgestellt. Nicht wie riesige Käfer. Wer weiß, was die Reaper mit ihnen gemacht haben. Ja, keine Ahnung. Wir haben sie weg. Ja, umgebaut. So wie die Keeper, glaube ich. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Kennen wir schon. Wir sehen uns später. Commander. Kennen wir schon. Haben wir schon gemacht. Na gut, dann geht's eh eigentlich hoch in meine Kajüte. Ich muss nämlich mit meiner Ausrüstung was schauen. Weil meine Bewaffnung Fische unbedingt füttern. Passt. Ich darf die nicht sterben lassen schon wieder. Ich habe echt ein Händchen dafür, dass sie verrecken. Weil ich habe ein irrsinniges Problem mit meiner Brustplatte. Ist das so? Nahkampfschaden plus 10, Waffenschaden plus 5, Schildstärke. Wenn man hier Gesundheit reduziert, Schild beginnt. Machen wir den mit einem erhöhten Kraftschaden, würde ich mal sagen. Weil ich will das N7-Logo wieder haben, weil da kann ich nämlich das Muster weg tun. Genau, ich will das N7-Logo auf der Brust haben. Ohne N7-Logo geht's nicht. N7. N7 for life. Wer ist wie wir? Nur wenige. Die meisten davon sind tot. So, lese Nachrichten, nix. Teamstatus, da haben wir alles. Passt eigentlich ganz gut. Bin mir gespannt, was wir da eigentlich für Alternativ-Outfit dann kriegen. Was machen wir für Grant und für Irm? Für Grant haben wir jetzt schon. Oh, das ist schon cool irgendwie, das Outfit. Anders gleich nur das in einer anderen Farbe. Schauen wir mal, ob es austeilt. Das ist einfach sympathisch irgendwie. Mit die farblich zusammenpassen. Gut. Was dann runter? Und jetzt auf doch Tuchanka. Tuchanka is calling. Woho, 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 woho. Na ja, gut. Commander, ich denke, Sie sollten sich mal mit Garrus unterhalten. Ja, das machen wir nach dieser Questline, weil die nächste Nebenquest. Die Autoren waren also früher Proteaner und wurden von den Reapern umstrukturiert. Ein trauriges Ende. Da fragt man sich doch, ob die Keeper auf der Citadel früher nicht auch was anderes waren. Wahnsinn. Definitiv. So, wie geht's so? Wie geht's, der Joker? Nun, Commander, glauben Sie, Miranda wird irgendwann ein bisschen auftauen und dann... ich wage es nicht mal, den Satz zu beenden. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Joss. Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. So, nochmal kurz im Ansprechen. Commander. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Warum heißen Sie Edie? Edie bedeutet eigentlich E-D-I. Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Norman die bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Nee, das haben wir alle schon. Reden wir von etwas bereit. Anderem. Nee, passt, gut. Das ist voll. Das haben wir alle schon. Abmelden. Okay. Oh, muss ich kurz das einstellen? Das kurz den Bildmodus vom Monitor ändern, dann hat sich wieder ja, umgestellt. Wenn mal kurz. Ja, habe ich gesagt. Das ist besser. Ich spiele immer, falls ich mir vorher fragen soll, was ich da einstelle. Ich spiele immer in einem dynamischen, in den höchsten Farbdynamiker, die es gibt. Weil ich das aufgrund meiner. Grünsichtschwäche, glaube ich, brauche ich irgendwie. Ist es für mich einfach angenehmer, wenn Farben eigentlich sehr stechend sind. Je greller und stechender, desto angenehmer sind sie für mich. Ist irgendwie komisch, ich weiß. So, rekrutieren es weiter, wenn wir alle Dinger haben. Also echt zur kroganischen DM. Kroganische DMZ.
T'Chanka is calling. Oh, auf nach T'Chanka, 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 T'Chanka. T'Chanka, hallo T'Chanka. Das ist T'Chanka. So. T'Chanka, die Heimat bei der Kurgana. Let's go. Wir nehmen mal mit. Ja klar, weil... Mensch, schon das richtige Team. Oh. Betäubungsschuss auf Maximum. Ist eine gute Idee. Ah, was haben wir denn da jetzt? Ist ein massiver Schlag der Feinde mit knochenbrechenden Gewalt rückwirft. Leistungsstark der Sprengladung geben ihren Schuss einen Einschlagsradius. So dass mehrere Feinde zurückgeworfen werden können. Oh, und das noch. Mehrere Feinde so flächendeckend, ist ganz cool. Machen wir bei dir. Verbrennen. Oh, nice. Aber dafür Option. Verbrennen, verbessert Verbrennen. Diese fortgeschrittene Plasma-Projektil schmilzt oder verbrennt nahezu alles, worauf es trifft. Damals dann Wirkungs-, das mit Wirkung, Wirkungsradius. Dieses Plasma-Projektil ist größer, sodass sie mehrere Ziele im Brand stecken können. Weniger Schaden dafür. Nimm mal das hier. Das passt mir schon so. Er hat eh hier flächendeckend und ja, passt. Mir dauert es eh noch ein wenig, bis ich was machen kann wieder. Bei Level-Ups eigentlich, wenn man es genau nimmt. So, let's go. Passt besser zu Grant. Das passt hier bald. Let's go. Noch jetzt später eingefallen, T'Chanka gibt es echt viele, Mass Effect 2 hat echt viele anfliegbare Systeme eigentlich. Nicht nur die Zitadelle oder so, sondern echt viele mehrere anfliegbare Systeme. Das finde ich eigentlich schon cool. So, wir sind auf T'Chanka. Mal mit den Leuten hier quatschen. Und mal gleich einen eigenen Speicher für T'Chanka. Können ihr jederzeit abfliegen, das ist der Futter. Ja, Mann, der redet mit mir. Was habe ich dir gesagt, Schatz? Ist es nicht wunderschön hier? Weit ab von all dem Hightech-Lärm. Schon, aber ich finde es ein bisschen dreckig. Das formt den Charakter. Oh. Vorsicht, Mensch. Bloodbag-Anwerber, was ist damit? Watcher. Sie schon wieder. Ich sagte doch, das Bloodpack nimmt nur Kroganer. Sie können ihre zarte Haut woanders anpreisen. Oh. Da bin ich. Obercappen. Obercappen. Hat der Stress? Okay, wir geben Stress. Mein Stress. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr künftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Lassen Sie mich einfach durch. Ich habe einiges zu erledigen. Künftiges Haustier. Gehen Sie mit Ihrem Anliegen zum Clanführer. Und halten Sie Ihr künftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Können wir fragen, wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt? Was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Okay. Let's talk with the Clanführer.